Ja, hallo meine Lieben, wir spielen heute wieder zusammen The Park. Es tut mir nochmals leid wegen der etwas längeren Aufnahmepause jetzt. Ich war ja im Fallout-Fieber. Die, die den Kanal ein bisschen verfolgen, wissen das. Hat sich jetzt Gott sei Dank wieder runterreguliert. Leider sogar fast ein bisschen zu stark. Mir macht Fallout, eigentlich eher relativ wenig Spaß mittlerweile noch. Aber da werde ich nachher was zu sagen. Ja, ich bin hier jetzt nochmal im Kreis gelaufen. In der letzten Folge war es ja so, dass hier die Tür gerüttelt hat und hier auch. Und dann habe ich fast einen Nervenkollaps gekriegt und wollte nicht mehr weiterspielen. Und jetzt musste ich das aufgrund der blöden Save States alles nochmal wiederholen. Ja, was mich jetzt aber allerdings schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, desensibilisiert hat. Und ich habe jetzt an diesem Raum hier wieder gestoppt, weil ich glaube, hier waren wir noch nicht. Wir hatten die Familie hier noch nicht hängen sehen. Also spiele ich ab jetzt wieder aktiv mit euch mit. Ich hoffe, das ist so richtig und ich habe das nicht vergessen, aber ich glaube, das wüsste ich noch. Also, das Mädel guckt ziemlich hart. Der Mann geht. Hey. Alter, die Blicke sind echt das Letzte. Räuberleiter. Okay, ein bisschen unpassend vielleicht. Der Ofen brennt. Das war, glaube ich, aber schon in der vorherigen Folge. Ich habe mir die letzten paar Sekunden angeguckt. Es ist hier immer noch verschlossen und mein Herz pumpt immer noch wie wild. Ich muss jetzt gerade mal davon Abstand nehmen, hier irgendwelche Red-Eggs oder ja, gewisse Camps aufsammeln zu wollen, weil ich noch im Fallout-Modus drinne bin. Vielleicht kommen wir dieses Mal hier raus. Nö, es ist immer noch nicht so weit, also laufen wir jetzt einfach nochmal im Kreis. Ja. Es verändert sich immer eine Kleinigkeit, zwar nicht allzu viel, aber ja. Und ich werde mir jetzt nicht nochmal alles ganz genau angucken, weil wir haben das wirklich sehr detailliert abgesucht alles. Ich erwarte eigentlich, dass jetzt irgendwann mal ein Teufel oder dieser Puppenmann, der vor zwei, drei Folgen da war, als wir durch die, nicht Achterbahn, durch die. Oh, das ist jetzt neu. Und da haben wir jetzt auch einen Save Point. Das heißt, ich war nur eine Sekunde vom Save Point weg. Oh. Understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of the story, Mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Ja, also ihre Selbsterkenntnis geht immerhin weiter. Das bricht nicht wieder ein. Das begrüße ich sehr. Ich glaube sogar fast, ich kann den Ingame-Sound bei mir noch lauter stellen. Ich hoffe, das wird jetzt in der Aufnahme nicht so laut. Aber genau, ein bisschen Atmosphäre muss ja dann doch durchdringen. Es ist ganz ungewohnt, mal wieder aufzunehmen, mal wieder zu quasseln beim Spielen. Genieße ich jetzt aber auch gerade ein bisschen. Und zu Fallout 4 muss ich noch sagen, ich habe jetzt ungefähr 24 Spielstunden. Und es kann auch sein, dass ich einfach die Materie des Spiels nicht ganz durchdrungen habe. Aber es wird mir jetzt einfach zu weitläufig. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich ansetzen will, weil ich kann so viel machen, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich habe so viele Quests gleichzeitig und ich kann keine Quests machen, weil ich halt noch da diese Stadt aufbauen müsste und hier muss ich wieder einen anderen Kameraden auswechseln und hier sollte ich wieder den ganzen Schrott nochmal aus meinem Package machen, weil ich muss halt eigentlich nach jeder Quest immer alles abwerfen und das finde ich auch ziemlich, ziemlich nervig, immer auszusortieren. Ja, jetzt aber zu dem Spiel hier. Kids broke in today. It has been so long since I heard Lothar. Lothar. So very long. I took one of them. Okay. I couldn't help myself. It was fast. The others didn't notice. I liked hearing him laugh. This boy from the academy. I put him on a slab. I tickled him until he couldn't breathe. My machines came to life, veering in time to his gasps and shrieks. I think this is delightful. The change wrought in me by the machines is not yet complete. There must be other children I can lay on my slab. Ja,
Okay. Ja, haben es halt offensichtlich mal wieder mit einem Psychopathen zu tun. Ich weiß nicht, ob es wieder der, um die Frau wird es nicht gehen, ob es wieder der Owner dieses Freizeitparks hier ist oder ob es vielleicht ein Arbeiter ist. Die Arbeiter sind ja auch durchgedreht. Auf jeden Fall hat sich da halt jemand ein Kindchen geschnappt und hat das dann ein wenig, nun ja, sagen wir mal, misshandelt, weil es das Kinderlachen so schön fand. Also es, diejenige Person. Ach, und hier ist das Grammophon, okay. Das wir natürlich wieder nicht ausmachen können, hervorragend. Eyes without sparkle, okay. Ja. Ah ja, doch so ein toller Klappentext. Okay, danke schön dafür. Und dass man nicht rennen kann, nervt mich gerade auch ein bisschen, aber ja, es ist halt ein Exploration-Spiel. Da. Hä? Okay. Jetzt wurde mir wieder das Examine-Book irgendwo angezeigt, wo gar nicht möglich war. Das heißt. Ach, Hänsel und Gretel. Okay. Warum? Okay, der Sound gefällt mir gar nicht. Ah, das ist einfach nur das Regal, was nach unten klappt. Gut. Das sieht aus wie eine Schlange, das ist aber bestimmt keine. Nö, natürlich nicht. Oh. Wir haben eine Story-Sequenz. Hardcore. Oh, da ist der Chipmunk im Hintergrund. Das ist Psycho. Ach nee, ich will jetzt nicht übernehmen. Ja, komm, natürlich richt dein Kind hin in irgendeinem okkulten Wahn. Der Typ ist echt creepy, seine Zähne einfach. Oh, auch noch. Oh. Jetzt liegt er da wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Ich wette, sie hat ins Nichts gestochen. Alter, ihr Blick einfach. Was war es jetzt aber nicht, oder? Das wäre ja mega das schlechte Ende. Das kann nicht sein. Okay, gut. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Auch ihren Mind? Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Echt jetzt? Echt jetzt? Das war's? Das war's jetzt? Okay. Also ich bin jetzt gerade hin und her gerissen dazwischen, einfach zu sagen, Alter, das war jetzt echt schlecht. Oder das jetzt wirklich interpretieren zu müssen, um es zu verstehen. Es ist jetzt natürlich blöd mit der kleinen Pause, die ich drin hatte in der Aufnahme, aber lassen wir uns das mal durchgehen. Sie sagt, sie kehrt in ihrem Kopf, in ihren Gedanken immer wieder zurück in den Park. Und jetzt hat sie sich dabei gesehen, wie sie ihren Sohn ermordet hat. Gleichzeitig sucht sie den bei der Polizei.
Jetzt ist halt die Frage, was ist die Realität? Ist die Realität, dass sie zur Polizei gegangen ist und ihn sucht und ihn gar nicht getötet hat und sich das nur eingebildet hat so im Nachhinein? Oder hat sie ihn getötet? Also die letzte Szene, die wir gesehen haben, war real. Also abgesehen davon, dass dieser Gruseltyp halt einfach eine Manifestation ihrer Psychose war. Und sie ist dann anschließend zur Polizei, wollte diesen Prozess verdrängen und hat gesagt, sie sucht ihren Sohn. Und jetzt ist es ihr während des Verhörs wieder eingefallen. Wie interpretiert ihr das? Das frage ich mich jetzt echt. Also liebend gerne was dazu schreiben. Ich will nicht immer diesen Satz sagen, schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt es auch gerne als Nachricht verpacken, weil das interessiert mich jetzt wirklich, wirklich arg. Ja, ich bin in sowas eigentlich nicht schlecht, aber ich finde, das ist jetzt wirklich ziemlich undurchsichtig. Oder soll es das halt sein? Aber wenn es das sein soll, dann finde ich, es ist auf eine schlechte Art undurchsichtig. Sorry. Naja, das war auf jeden Fall das Spiel, The Park. Ja, alles in allem kann jetzt auch daran liegen, eben, dass ich jetzt einen AAA-Titel gespielt habe und jetzt ein bisschen verwöhnt bin. Ich fand das Spiel aber jetzt nicht so besonders, muss ich sagen. Also für 8 Euro oder so ist es gerade noch okay. Aber ja, viel mehr würde ich dafür jetzt auch nicht bezahlen. Es ist zu wenig Content noch, finde ich. Es ist zu kurz. Und das gewisse Etwas fehlt einfach. Es ist keine richtig runde Sache. Es bleibt ziemlich an der Oberfläche. Die Idee ist gut. Die Idee ist echt gut. Ja. Wir spielen es jetzt natürlich nicht nochmal von Neuem. Ich habe auch kurz überlegt, ob es eventuell noch ein anderes Ende gegeben hätte, wo wir den Sohn nicht umbringen, aber ne, glaube ich einfach nicht. Das Spiel ist so linear gehalten. Also ja, wie gesagt, es interessiert mich enorm, was ihr davon jetzt haltet. Ich hoffe, den Schluss guckt sich auch noch einer an, obwohl es jetzt so lange gedauert hat. Mensch, wenn ich das gewusst hätte. Und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Let's Play wieder. Ich muss jetzt überlegen, mit was ich anfange, ob ich jetzt Harry Potter anfangen werde. Das alte Harry Potter Spiel, den zweiten Teil. Oder ob ich ein anderes Early Access Spiel anfange, zum Beispiel Blackwood. Das ich auch mal im Livestream gespielt habe. Und ja, da könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne zukommen lassen, was ihr so für Vorschläge habt. Und wir sehen uns dann einfach zum nächsten Let's Play. Ich hoffe ganz bald. Und ich wünsche eine schöne Zeit bis dahin. Ciao, ciao, meine Lieben.